Ich habe hier schon einmal in einem Video erzählt, und zwar geht Free Stay Free Selbstanklage, der Kampf damit, dass ich ja vor ungefähr 40, 50 Tagen diesen Ausschlag bekommen hatte, unten an den Füßen. Ich dann einfach immer wieder gebetet hatte, aber keine Heilung eintrat. Und später habe ich dann schlussendlich Hilfe beim Arzt gesucht und verschiedene Medikationen erhalten, die erstens meine Geldbörse schrumpften und zweitens es nur noch schlimmer machten. Es hat sich dann auf die Hände ausgebreitet, es ist an den Füßen besser geworden, ein bisschen, aber es hat sich ausgebreitet. Eine liebe Freundin sagte mir dann, ich solle Knoblauch nehmen, das habe ich dann dazu genommen. Ich habe bis heute Nachmittag Knoblauch genommen, weil ich habe die Medizin weggeworfen, weil ich, sobald ich sie wegwarf, war es ganz speziell, ist der Juckreiz schon extrem zurückgegangen. Dann Öl eingerieben, Salz, weißt du so, Vaseline. Es war fast unerträglich, als mir eine liebe Freundin schrieb, hey, ich habe einen Gedanken. Du hast doch damals etwas über dich ausgesprochen, als du dich hast impfen lassen. Diese Impferei ist ein heikles Thema, aber es ist so. Ich habe damals etwas, was ich jetzt nicht wiederholen möchte, über mir ausgesprochen. Ich hatte große Zweifel an der Impfung. Ich habe es aus niederen Motiven doch gemacht. Und damals über mir Worte des Todes ausgesprochen. Was mir eigentlich nicht so bewusst war, ich war dankbar für diese Schwester und ich habe dann einfach Buße getan, mich davon getrennt. Und durch eine andere Schwester habe ich erkennen müssen, dass es für mich persönlich falsch ist zu sagen, ich bin Jesu Hände und Füße, weil tatsächlich ungefähr dort, wo die Nägel durchgehen würden an den Füßen und Händen, hat es mich immer am meisten gejuckt. Du kannst das jetzt abtun, wie du willst, aber ich habe einfach mich auch von dem gelöst, dass ich Jesu Hände und Füße bin, gewechselt in meine Hände und Füße dienen Jesus. Sie sind in seinem Dienst. Und bei diesen beiden Gebeten ist ein Stück Befreiung passiert und der Juckreiz ist nicht zurückgekommen. Nebst dem, dass ich noch mehrfach proklamiert habe und es auch weiterhin tue, 1. Petrus 2,24, in seinen Striemen ist mir Heilung bereits widerfahren in der Vergangenheit, nach dem Jesaja, nach der Jesaja-Stelle. In seinen Wunden bin ich geheilt. Das ist das, wie ich es erlebt habe. Und ich bin einfach mega dankbar, weil ich kann dir sagen, ich habe geheult, ich habe gedacht, was passiert hier? Ich habe diese Heilung vorher schon im Unsichtbaren gespürt, aber nicht ins Sichtbare ziehen können. Und es war am Schluss wie wenn Flöhe oder sowas mich stechen in die Hände und so unangenehm, diese ständige Beißerei. Und dann, ja, ich sah auch hier Knoblauch, gute Geschichte, aber wenn du dann überall nach Knoblauch riechst, ich bin Gott so dankbar und will dir sagen, die Macht der Worte. Pass auf, was du aussprichst. Es hat einen enormen Impact. In Psalm 34, 13 bis 14 steht, wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Dann achtet auf das, was ihr sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Also meine Worte haben Macht. Ich kann Menschen, Leben über Menschen und über mir selber aussprechen oder Tod. Da geht es jetzt vor allem um Drittpersonen. Wie steht es um meine Worte? Und dann, wo binde ich mich durch meine Worte?
Matthäus 5, 33 bis 37 heißt es, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Römer 12, 2. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Weißt du, in Matthäus 12, 36 bis 37 steht, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Eure Worte sind der Maßstab, nach dem ihr freigesprochen und verurteilt werdet. Und dann noch dieses immer alles schlecht reden ist auch wieder so etwas. Epheser 4, 29 sagt, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen, hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Weißt du, es hat viel Macht. Die Zunge hat enorme Macht. Das siehst du in Jakobus 3, 8 bis 12. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus einer derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzigen Quelle Süßwasser fließt. Kolosser 4, 5 bis 6, verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Auch für dich selbst übrigens. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Also, wenn du das Thema hast, dass du schlecht redest über andere, vielleicht auch über dich selber, kannst du sagen, Jesus, lass mich bitte jetzt erkennen, wo du dich nicht über meine Worte gefreut hast. Jesus, warum rede ich so oft Dinge, die nicht hilfreich und ermutigend für mich und andere sind? Wenn du damit zu kämpfen hast, wo du dich mit Worten gebunden hast, Bündnisse eingegangen bist, Jesus, bitte sag mir, ob ich schlechte Gedanken und Wünsche gegenüber anderen Menschen habe. Habe ich jemandem etwas Böses gewünscht in Gedanken oder Worten? Lass mich erkennen, wo ich mich durch einen Schwur gebunden habe und jemandem etwas schuldig geblieben bin. Und dann, wie steht es um meine Worte? Jesus, bitte lass mich erkennen, ob ich Halbwahrheiten in Kauf nehme, um leichter durchs Leben zu kommen. Wo habe ich Menschen beleidigt oder schlecht über sie geredet, auch in Gedanken? Wo toleriere ich es, wenn andere lästern, und warum fällt es mir schwer, dagegen aufzustehen? Und denk in allem einfach auch an den Tausch am Kreuz. Wenn die Punkte bewusst geworden sind, bring sie vor Gott. Glaube daran, dass er dir die Zielverfehlung vergeben hat. Erlebe Gottes Angebot vom Kreuz und seine Veränderungskraft konkret im Glauben. Nimm es an, dass er dir vergeben hat, und lass dir schenken, was du brauchst, um in Freiheit nach vorne zu gehen. Die Zunge ist wirklich eine kleine Welt voller Übel, und so oft sagen wir Dinge, die wir uns nicht so richtig überlegen. Zum Beispiel gibt es Menschen, Christen, die ich kenne, die sagen, oh, das ist unheimlich gut, unheimlich toll, unheimlich super. Also schon dieses Wort unheimlich sollten wir vermeiden. Und so gibt es viele Beispiele. Auch ich bin schnell zum Reden und langsam zum Zuhören, aber die Schrift sagt, wir sollen schnell zum Zuhören, langsam zum Reden und noch langsamer zum Zorn sein. Also es ist ein ständiges Übungsfeld, diese kleine Welt, die ganze Waldbrände entfacht, im Zaum zu halten, auch über sich selbst. Bitte, 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 sprich Worte des Lebens über dich aus.
wenn du sagst, ja, ich schaff's eh nicht, ich werde es nicht hinkriegen und so. Genau das wird dir passieren. Und sprich auch Worte des Lebens über anderen aus und nicht Worte des Todes. Du bist berufen zu segnen, nicht zu fluchen. Du weißt vielleicht aus deinem eigenen Leben von Flüchen, von Vorfahren, was das für eine Macht haben kann, wenn man nicht aus diesem geistigen Erbe austritt. Und Gott strafte ja im Alten Testament bis ins dritte und vierte Glied eigentlich, aber er segnet auch bis ins tausendste. Also sei bitte ein Segensbringer. Halleluja. Und halte dann auch, wie ich jetzt zum Beispiel, an dieser Heilung fest. Die Macht der Worte. Gott hat durch die Worte, durch Worte diese Erde geschaffen. Weißt du? Unsere Worte haben Macht. Wirkliche Macht zu zerstören oder Leben zu bringen. Sei ein Lebensspender. In Jesu Namen. Amen.